und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Wir haben letztes Mal Carthage wieder befreit. Unser General hatte da keinen Bock zu verteidigen, deswegen haben wir das verloren. Ja, es ist jetzt 70 nach Christus. Das heißt, wir können jetzt Jerusalem einnehmen. Wir haben beide Legionen dabei. Das ist wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich das spielen soll. Weil an sich, ja, es wäre historisch gesehen schon sehr interessant. Aber, ja. Aber spielerisch haben die halt nicht viel zu sagen, ne? Wir werden jetzt mal hier Salamis einnehmen. So. Gut. Ein Fischer, das da und das kommt weg. So. Wir werden jetzt mal mit dieser Legion nach Sinope gehen, weil ich habe letzte Runde gesagt, dass die Römer um so ja 72 hatten die Türkei, also sie hatten dieses Feld halt nicht, aber das habe ich letzte Runde auch übernommen, weil ich dachte, dass ich ja, Pergamon so ein bisschen unterdrücken kann. Das Problem war, Pergamon war hier noch unten, das habe ich nicht gesehen. Aber Rom war bis hier oben und von da aus haben sie dann nach Sarmatien rüber gerudert. Also eine Invasion nach Sarmatien gestartet. Da waren sie aber ehrlich gesagt nicht lange. Nochmal Attentat bitte. Ah, shoot. Dann unterstützen. Unterstützen. Ja, natürlich. Dann werde ich hier mal das nehmen. Dann nicht. Gut. So. Du ruderst mal wieder nach da oben. Oh Mann, tut mir echt leid. So, hier oben, das dauert noch ein bisschen, bis wir das erobern dürfen. Aber jetzt sind die... Ja, die werden uns auch nicht mehr blöd kommen. Das heißt, ich kann wieder nach Britannien hochgehen oder erstmal nach Germanien. Da fängt es nämlich dann 55 an. Und das ist ja auch bald, ne? Nicht? So. Du schipperst mal darüber. Ja, wobei, hier sind auch welche. Hier kommt die Bibliothek rein. Ja komm, dann fange ich hier trotzdem an zu bauen. Dann haben wir das halt früher als normal, aber vielleicht wird es ja wieder erobert. Ich will halt nicht, dass da jetzt Armenviertel, Elendsviertel kommen. So. Gut. Dann bin ich mal gespannt. Also wir können auf jeden Fall die britische Konföderation bis nach Britannien zurückschlagen. Weil das müssen wir. Also dann haben wir hier unten die Legion kommt auch noch hoch.
Die kommt hoch und die. Dann haben wir hier drei Legionen. Das wird wahrscheinlich ausreichen. Dann werde ich eine Legion nach hier, die andere nach da, die da nach da. Und dann werden wir hier so entlang hochgehen. Hier drüben brauchen wir eigentlich nur eine. Die anderen werden hier an der Küste entlang Aufstellung machen. Oder halt die Grenze schützen. Gut. So. Dann schauen wir mal. Hier sind wir, glaube ich, auch ein bisschen zu früh. Ja, wobei. Ja, okay, also. Ja, Syrien kommt 65. Da haben wir noch 10 Runden Zeit. Also, ne, 5 Runden. Also, so lange ist es nicht mehr. Also, Syrien dann. Genau, 65. Die haben sich hier, also zuerst hier verbunden und dann sind sie nach Syrien rein. Aber hier vor, also hier haben sie nicht sehr viel vorstechen können, weil es sind überall Chimäre. Alter. Musketen sind auch hier hinten. Warte, wo war? Hier. Weil die Kavallerie von den Steppenvölker waren ja nicht sehr sehr gut zu countern. Warte. Genau, weil die Römer hatten ja eine sehr starre Formation. Und genauso wie hier sind die Plänkler Kavalleristen in Real Life auch sehr nervig. So. Gut, jetzt haben wir hier unten 5 Legionen. Das ist eigentlich. Das brauchen wir eigentlich echt nicht. Dann würde ich sagen, marschiert der Kaiser wieder hoch. Aber wohin? Wohin geht der Kaiser? Warte. Wohin geht der Kaiser? Das Problem ist jetzt, dass jetzt eigentlich erstmal relativ wenig passiert, weil 48 hat Caesar die Macht an sich gerissen und Rom in zwei Felder geteilt. Also Ost- und Westrom. Und dann, als 37er wurde das wieder zurückvereint. Und erst 12 fingen dann die Eroberung wieder an. Entschuldigung. Genau. Ja, gut. Also, da schauen wir einfach, wie wir das machen. So. Nam, 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 nam. Wir müssen jetzt, also ich glaube, den Kaiser hole ich bis hier hoch. Dann haben wir hier vier Armeen. Ich muss. Nächste Runde schicke ich dann die Spionen nach hier, also hier rein, damit ich sehe, was die Armee hier macht. Der bekommt nichts.
Der bekommt eine Tradition, aber sonst nichts. Hat der eine Tradition bekommen? Nee. Der bekommt auch was. So. Okay. So, das ist gut. Okay. Dann mal nächste Runde. So, also, Sarmatien war auch nicht sehr, sehr lange unter römischer. Mein Angebot wurde kompliziert und mit großer Sorgfalt erstellt. Nehmt meine Worte nicht auf die leichte Schulter. Doch, mache ich. Das Problem ist, wir haben jetzt Jerusalem vergessen. Doof. Ich hoffe, ihr nehmt dieses. Nö, nehmen wir nicht. So. Wir müssen noch ein bisschen von dem erobern, deswegen haben wir es nicht angenommen. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung. Ja, nö. Die wollen jetzt alle Frieden haben, ist ja klar. Aber das nehme ich nicht an. Also Pergamon hätte ich vielleicht als Klientel angenommen. Wieso hat der jetzt eigentlich wieder so viele Einheiten? Wahrscheinlich Söldner. Okay. Wieso macht der das eigentlich? Wieso macht er das gegen mich? Also er ist mein Klientel. Und er wird angegriffen. Warum macht er das? Das ist sowas von... egal. Kind ist geboren, das ist natürlich super. Genau, der hat jetzt super viele. Super viele Söldner geholt, aber keine guten Söldner. So, du schnappst dir jetzt mal die Stadt. So, easy. Hier machen wir das da, hier machen wir das da, hier machen wir das da. So. Du schaust jetzt mal hier hin. Hier ist eine Fullstack-Armee. Mit zwei Katapulten. Hä, wieso ist es jetzt schon eine 69? Hä? Ja komm, spielen wir das mal, oder? Wir spielen das jetzt einfach mal. Wieso ist es schon 69? Gerade war es doch... ja, es ist 69, weil gerade 70 war, ne? Ach, Tobi, was machst du denn? So. Ist es... Das sieht aus wie eine normale... Wie ein normales Dorf. Wow. Wieso ist das denn nur ein normales Dorf? Das müsste eine fette Stadt mit riesen Mauern sein, aber okay. Dann eben nicht. Ah, ich lasse die Aufstellung. Lasse ich nicht, weil Gladiatoren sind vorne nicht, nicht so wunderbar. Gepanzerte kommt vor. Die da kommt. Warte, Adler kommt in der Mitte. So. So.
Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Hier ist ja niemand. Wie das aussieht, das ist halt richtig geil. Die beiden sollen raus, die beiden sollen da raus. Und das checken die natürlich. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. You
Jupiter gibt uns. Nahkampf, Kavallerie. Söhne des Mars. Die als Kämpfer sind ein bisschen. Okay. Die haben jetzt keine Munition. Die habe ich schon wieder vergessen. Ja, überrennt die einfach. Geschwindigkeit! Ja, dann mach mal. Die wollen die Sperre rückwärts werfen. Männer wanken. Zieht euch zurück! Zurück! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So keine Bewegung möglich. So, dann der Rest bitte hier. Einfach. Ich will noch den General töten. Der feindliche General ist tot. Super. Ja,
Ich habe es mir schwerer gemacht als notwendig. Also, wenn ich ja mit denen allen reingegangen wäre, wäre es schnell vorbei gewesen. Aber ich wollte ein bisschen mehr Herausforderung. So. Weil Jerusalem war echt ein ziemlich heftiger. Ziemlich heftiges. Gefecht, also eine sehr heftige Herausforderung. Belagerung. Und ja. Schade, dass das hier nur so eine kleine Stadt ist. Ah, okay. So, du bist jetzt schon 78, ja. Gut, dann schaue ich mal mit ihr noch rum. Und mit dir schaue ich dann auch rum. Ja, nächste Runde. Okay, mit dir gehe ich dann noch weiter, weil, ja, Syrien, komplett Syrien, wird ja erst dann 65 angenommen. Ah, warte, nee, dich brauche ich nicht. Du gehst. Na? Du gehst hier hin. Gut, wir haben noch 4 Runden, um in Sarmatien landen zu müssen. Das wird auch knapp. Aber das machen wir schon. Super. Ja, es ist schon wieder vorbei. Gut. Njam, 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 njam. Kehrt zu eurem Volk zurück und bereitet es auf den Tod vor. Das allein ist nun eure Pflicht. Echt jetzt? Okay. Da habe ich eine ziemlich große, Legion, Garnison, 12.000. Sein Vorteil ist natürlich sein General. Aber sonst, ja, können wir spielen gerne. Gut, das machen wir nächste Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye. Sega. Shut up!